Herzlich willkommen, liebe HBW-Fans. Die nächste Spieltagsvorschau steht an, nachdem unsere Jungs am vergangenen Wochenende bei den Rhein-Vikings einen sehr überzeugenden Sieg einfahren konnten. Geht's jetzt am Freitag schon wieder zu Hause in der Sparkassenarena gegen Coburg. Sonntag dann direkt das Auswärtsspiel in Dresden. Doppelspieltag steht also an. Kein Grund mehr, unseren Trainer Jens Bückle dazu zu holen. Schön, dass du hier bist. Wir schauen nochmal kurz zurück auf das Vikings-Spiel. Nach den zuvor 5 Niederlagen in Folge waren es jetzt mal wieder einen Sieg geholt, ein sehr deutlicher Sieg. 12 Gegentore sicherlich auch ziemlich stark. Wie fällt dein Fazit aus? Wie bist du mit der Reaktion der Mannschaft zufrieden? Ich glaube, wir hatten wirklich was gut zu machen nach diesem Spiel gegen Hagen. Und ich glaube, wir sind auch damit nicht fertig. Wir müssen schleunigst gucken, dass wir weiter gewinnen und dass wir weiter vor allem so auftreten und so spielen, wie wir es da gemacht haben, nämlich mit dem Willen, alles dran zu setzen, um zu gewinnen, mit einer Abwehrleistung und einer Torwartleistung, die überragend war. Ich glaube, 12 Gegentore gab es zum letzten Mal im Jahr 2003 in der zweiten Liga, habe ich dann irgendwann mal gelesen. Also da war schon sehr, sehr viel Gutes dabei. Nichtsdestotrotz war das jetzt ein kleiner Schritt der Wiedergutmachung. Wir haben noch viele, viele Spiele vor uns. Und jetzt kommt ein richtiger Brocken mit Coburg auf uns zu als erstes Mal und mal gucken, ob uns halt der zweite Teil da wieder gut machen gelingt, aber wir haben noch ein paar vor uns. Du sprichst den Gegner schon an, Coburg ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Zusätzliche Brisanz mit Flo Billek, Ex-Gallier, der da auch noch mit drin mitmischt, der wird auch ziemlich heiß sein auf jeden Fall. Was erwartet uns am Freitag für ein Spiel? Auch so, ja, das gesamte Spiel drumherum, Stimmung und so weiter, was erwartest du am Freitag? Also ich erwarte, dass eine Mannschaft auf uns zukommt, die mittlerweile, so wie die Runde läuft, wahrscheinlich mit Hamm einer der Top-Aufstiegsfavoriten ist. Auch wenn sie bis jetzt noch so unter dem Radar ein bisschen wegschwimmen, genauso wie Hamm. Die Art und Weise, wie sie spielen können, die Breite des Kaders, die Erfahrenheit, das ist schon eine Top-Mannschaft und die sind auch hier erstmal Favorit, erst recht, wenn wir so gespielt haben wie die letzten Spiele daheim. Deshalb müssen wir besser spielen. Also es wird auch auf jeden Fall auf die Hölle Süd dann zu Hause ankommen. Da gibt es an der Stelle übrigens noch Plätze in der Halle. Freitag 19:45 und dann geht es gleich weiter am Sonntag in Dresden. Das wird auch keine leichte Aufgabe. Die haben zuletzt zu Hause gegen Schwartau, auch einer der Top-Teams in der Liga, einen Punkt geholt. Was erwartet uns da dann? Vor allem vielleicht auch noch in dem Zusammenhang die Frage, wie gehst du dann mit der Mannschaft belastungstechnisch zwischen diesen beiden Spielen um? Das ist so ein bisschen in die Ferne gucken. Wir haben erstmal ein wichtiges Spiel mit Coburg vor der Brust. Und dann wird man gucken, wie wir die Belastung verteilen. Wir fahren am nächsten Tag Richtung Dresden hoch, werden in Rimpa dort trainieren. Da wird die Belastung natürlich sehr, sehr weit unten sein. Wir werden gucken trotzdem, dass wir uns auf den Gegner auch taktisch vorbereiten, in der Kürze der Zeit, hoffentlich aufs Wesentliche reduzieren. Und dann geht es weiter, übernachten in Dresden und dann das Spiel in Dresden. Abschließend noch die Frage, wie sieht es Stand jetzt personell aus? Klar, Markus Degefeld fällt weiterhin aus. Wie war jetzt so nach dem Vikings-Spiel der Stand der Dinge bei der Mannschaft, was die körperliche Verfassung angeht? Ja, wir haben natürlich schon noch ein paar Ausfälle, die Stand heute nicht trainieren. Aktuell ist es Martin, dann kommt Lars Friedrich dazu, der momentan nicht voll trainieren kann. Dann haben wir noch einen kranken Matti Flohr. Siemen hat bis jetzt auch noch nicht trainiert, da sind wir auch mal gespannt, ob der wieder in die Halle zurückkommt oder nicht. Also wir sind schon ganz schön gebeutelt. Und trotzdem heißt es, hier weiterzumachen an dem, was wir letzte Woche aufgehört haben. Und wissen, dass wir, wenn wir Erfolg haben wollen gegen Coburg, die Halle brauchen. Und trotzdem sind wir, glaube ich, erstmal in der Bringschuld und müssen gucken, dass wir die Leistungen, die wir zu leisten, entstanden sind, auf die Platte bringen. Und da wird uns das Publikum auch helfen. Erst recht, wenn wir die Emotionalität von einem reinen Viking-Spiel an den Tag legen. Also wir gehen Vollgas Richtung Coburg am Freitag. Ihr habt es gehört, wir brauchen euch in der Halle. Wer noch kommen will, wer noch keine Karte hat, holt sie sich jetzt noch. Wir gucken, dass wir die Mannschaft bis dahin noch fit kriegen, dass dann auch genügend Leute auf dem Platz stehen, die das Ganze dann wuppen können, gemeinsam mit euch. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Spieltagsvorschau wieder.